So Leute, hier sind wir wurden gerade mal gefasst. Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Wir sind bei letzten Mal hier stehen geblieben. Wir verfolgen gerade Talbot. Machen wir jetzt mal ein bisschen lauter, jetzt verfolgen wir ihn kaum. So, da ist er. Servus, wir sind hier auf der Schliche, Bruder. Mist. Der Typ trifft genau auf so ein Tor, ne? Oh, Servus, wollte dich nicht. Ich wollte dich nicht stören beim Ping, was du gerade gemacht hast. Die Armee ist dicht hinter uns. Ach, komm nicht schon wieder, Alter. Mist. Yo. Da oben ist er. Komm schon, Talbot. Der Fokus ist, glaube ich, gerade nicht so gut. Es tut mir leid, Leute, aber ich mach mal den Fokus, weil ich glaube, der ist gar nicht so gut gerade. So, ach, komm, jetzt habe ich. So. Ach, jetzt habe ich komplett verkackt. So, ich hoffe, es passt so jetzt. Und Fokus jetzt mit, bitte. So, machen wir hier weiter. So. Ach, komm. Was stellt denn sein Gepäck hier hin? Das ist der da oben. Und jetzt? Ach, du vorne gar nicht gereizt. Der muss irgendwo hier sein. Na toll. Das ist er. Ey! Jetzt ist er weg. Toll, Digga, dieses scheiß Opfer, Alter. Der uns angerempelt hat. Wo lang jetzt? Gehen wir hier links. Ah. Okay, der Typ schaut sich nur immer um, er hat noch immer Angst. Aber er weiß noch nicht, dass wir ihn gesehen haben, glaube ich. Na los, Talbot, das wird langweilig. Das stimmt. Ach komm. Euer Ernst? Aber klettern kann er. Keine Ahnung, wieso hier in diesem Spiel jeder klettern kann. Also wirklich jeder. Sogar Sully mit seinen 80. Obwohl, keine Ahnung, wie alt Sully ist. An einem Kleiderbügel einfach runter. Yo! Boom! Mit der eigenen Waffe geschlagen. Jo. Okay. Jetzt kommst du zum Kampf. Jo. Oh Mist. Oh fuck, er trinkt natürlich kein so schöner Tod. Ich drücke ja schon Kreis. Ich drücke Kreis! Ich hab doch Kreis gedrückt, hä? Leute! Ich hab Kreis gedrückt! So. Ich weiß nicht genau, was ich dann drücken muss. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Ich drück Kreis. Ich weiß nicht, was. Oh mein Gott, Digga, eine letzte Sekunde. Wie oft muss man denn da Kreis drücken? Jetzt haben wir ihn. Was ist jetzt los? Boah. Junge. Was sollte das jetzt? Erkennen Sie nicht, Ramses? Sie sollten mir danken, mein Freund. Stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein Guter. Ich habe ihr Leben gerettet.
Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Ihr Rat, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat? Und ein Geschäftsmann! Ein bisschen Respekt, bitte! Na gut, noch einmal. Wo ist Iran, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht. In seinem Alter kann das so viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sally in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Ach komm, das gibt's doch jetzt nicht. Na toll. Au. Oh. Kapitel 12, entführt. Wir sind hier in der... Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Wir sind hier in der ödesten Grotte gelandet, die es nur gibt. Mit Piraten. Bam, Digga. Aber dass Piraten in Jemen so weiß aussehen, hätte ich nicht gedacht. Also jetzt nicht rassistisch gemeint, aber ist schon ein bisschen komisch. Obwohl kann ja auch sein, dass sie von woanders kommen, so, aber... So, Somali-Pirat, moin. Ciao. Oh, Alter, wie viele kommen hier? Digga, von zwei Fronten, wie unfair ist das denn? Ey, ganz genau, ich krieg hier nicht einen runter, weg. Der muss jetzt fallen, der muss fallen, jawohl. So. Die sind hier aber auch angezogen, als wären sie Schwerverbrecher. Oder Soldaten. So. Ja, Digga, wie viele sind das? Die kämpfen auch barfuß, also mit ohne Schuh tut es nicht so weh, muss ich sagen. Sehr geil. Ich glaube sogar, da könnte man tot sein, weil mit einer Flasche so eine Platzwunde am Kopf ist schon ein bisschen schlimm. Jo, okay. Den hier müssen wir ja mal... So. So, ich glaube, es sind noch zwei. Kann das sein? Bam. Und noch du. So. Bam. Digga. Und auf die Kiste gelegt. Oh. Okay, du bist aber groß. So. Bam. So 9 Minuten geht die Pause, werde ich dann noch gleich beenden. Oh, hier sind Ratten. Ah, eklig, Alter. Das stimmt. Ganz ehrlich, Digga, wir sind hier in... Ich glaube, schlimmer hätte es nicht kommen können, wo die uns schlimm irgendwo hingebracht haben. Sind wir auf dem Schiff oder wo? Ja, wir sind auf einem Schiff. LOL. Ne, hier kommen wir nicht hoch. Da vorne kommen wir sicher hoch. Auch nicht? Okay, es muss sicher irgendwo einen Weg geben. Dort oben ist sogar eine Tür. Ah, dort hinten. Ey, ach, lol, ich habe das aber übersehen. Ich glaube, wir müssen jetzt sogar Sully retten, kann das sein? Okay, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen mit den Piraten hier beschäftigt. So. Ups.
So, ich habe doch vorne so irgendwelche gelben Teile, genau hier, das hier. Ist irgendwie so ein Laufband oder sowas? Ich meine, das läuft gerade sicher nicht, ne? Es heißt ja Laufband, aber das läuft sicher nicht. Oh nee, was ist denn das hier? Ich weiß zum Beispiel nicht, was es sein könnte. Ihr kennt ja doch solche Laufbänder, wo man so in Fabriken, okay, gerade hat es übelst gebackt, wo man in Fabriken diese Teile hat. Digga, wieso leckt es hier bei diesem Kack hier? Oh. Ach, und jetzt müssen wir dorthin, gell? Ach, hier ist ein Seil, okay. Und genau jetzt ist es runtergefallen. Okay, das sieht nicht gut aus. Ja, natürlich. Also, anziehen können wir uns. Dort geht's weiter. Oh Gott, das ist ganz gruselig. Na egal, Leute, hier machen wir das nächste Mal mit dem Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Bis dann, ciao.